Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Gerannter Brickshear und East Angler komplett. Wir haben die Töchter Lirions endlich zur Strecke gebracht. Ich bin da richtig stolz drauf. Wobei ich wirklich sagen muss, die letzte, die ich gemacht habe, da dachte ich wirklich, die wäre die stärkste. Das habe ich mir nämlich schon mal so ein bisschen angeschaut, so. Und da wurde immer gesagt, dass die letzte, die Riggen, dass das die stärkste ist, aber also für mich war sie relativ einfach. Ich fand das gerade schon ein bisschen heftig hier mit dem Sturm. Und der Windbewegung. Was ist denn das da? Achso, ein Vogel. Ich erkenne keinen Vogel mehr. Super. Ja, ich habe mir die Effektlautstärke etwas runtergeschraubt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das irgendwie gerade so ein bisschen angenehmer wurde, irgendwie noch ein bisschen intensiver, vor allem wegen dem Wind. Und ich habe dann auch gemerkt, ich kann den Dialog verstärken. Das habe ich vorher gar nicht irgendwie mitbekommen. Jetzt eben gerade so erst so im Nachhinein. Ja, wir fangen gleich an mit dem Altar in gerannter Brückschier. Dafür braucht man Flusswels. Achso, nee, die will ich nicht lesen. Hier. Dafür braucht man Flusswels klein. Die habe ich mir gerade eben mühsam zusammengesammelt. Ich hatte vorher zwei. Jetzt habe ich so viele geangelt, dass ich insgesamt 11 habe. Einer bleibt übrig. Und ja, dafür bin ich zu dem Teich hier in Lincolne Shire, also hier an Lincolne, hier zum See gegangen und ich habe mir sie mühsam geangelt und zwischendurch kamen immer sehr viele Seeforellen mit dabei. Ja, deswegen habe ich es vorher gemacht, weil es sehr mühsam war. Jetzt geben wir sie als Opfer dar. So, Altar von Ilsen ist vollendet. Beherrschungspunkt. Ja, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt übrig. Ich habe mir vorher alle Sachen geholt, die ich mir holen konnte. Wow. Yo, das ist neu. Beherrschungspunkte. Du kannst deine Beherrschungspunkte bei Beherrschungsknoten einsetzen, um die Werte eines bestimmten Zweiges zu verbessern. Okay. Ja, also ich habe mir alle neuen Fertigkeiten geholt, die es zu holen gab. Also Pfeilsammler, den hatte ich schon vorher, glaube ich, beim letzten Part geholt. Pfeilsammler, da kann man dementsprechend, ja, Pfeile einsammeln von Bögen, von Bogenschützen. Dann gibt es hier eine Fertigkeit für das Schiff. Ist, glaube ich, eher bei den Flussraubzügen interessant. Dann gibt es dann noch hier kampfbereit, dass man halt bei jedem Kampf mit einem vollen Adrenalinfeld startet. Meuchlergerätsche, da kann man dementsprechend beim Sprinten, in die Gegner reinrutschen und sie zum Straucheln bringen. Hier unten haben wir Spurenbeseitigung. Da kann man dementsprechend mit R1 gedrückt die Leiche beim Attentat automatisch aufheben. Und dann noch eine Fertigkeit für das Flussraubzug-Update ist wahrscheinlich, dass man halt dementsprechend dann so einen Beschleunigungsschub bekommt mit L3. Aber jetzt schaue ich mir nochmal hier in der Mitte die drei an. Rahmenbeherrschung, verbessert leicht. Attentat, Schaden, Ausweichen, Gesundheit. Okay. Verbessert leicht Nahkampfschaden, Nahkampfwiderstand, Gesundheit. Fernkampfschaden, Fernkampfwiderstand, Gesundheit. Also eigentlich bei jedem kommt Gesundheit dran.
Ich finde immer Nahkampfschaden immer so schön, aber ich nehme jetzt erstmal den Raben. Wupp. Ah nee, ach so. Oh. Ja, wenn man das macht, dann bekommt man eine Trophäe, volle Beherrschung. Man kann wohl nur ein zu. Ich glaube, man kann alle, ja, alle erwerben, wenn man halt dementsprechend genug, ja, Punkte hat. Ich wollte eigentlich gerade zum nächsten Ziel aufbrechen. Wo ist das denn jetzt genau? Zwei Rätsel und ein Artefakt brauchen wir. Ich würde mal sagen, wir machen die Maske zuerst. Dann werde ich mich da gleich schnell hinbegeben mit dem Anker. Wir sehen uns da auf jeden Fall gleich. So, jetzt sind wir bei der Maske. Da bin ich schon gerade vom Ankerplatz schon mal hingelaufen. Hier. Ja, das war etwas kompliziert mit der Maske, glaube ich. Da. Ja, okay. Nicht kompliziert, aber auf jeden Fall wieder ein Krug-Manöver. Ja, also entweder brauche ich einen Krug oder irgendwie einen Schlitz oder sowas, wo vielleicht innen drinnen ein Krug sein könnte. Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen schwierig hier. Aber vielleicht finde ich ja einen Krug hier irgendwo in der Nähe. Ach, da. Hab schon gleich einen Blickfeld. Warum habe ich das beim ersten Mal nicht gesehen? Naja, da war ich wohl ein bisschen anders abgelenkt von Story, technischen Sachen oder so. Keine Ahnung. Okay, wie komme ich denn jetzt da hoch? Da. So, dann gehen wir hier lang. Und wupp. Ach, hier oben sind ja auch noch welche. Also nein. Dass man das vorher nicht erkennen kann. Okay, so hier. Okay, ich hätte auch jetzt da auf den Heulbeilen hochkommen können. Das habe ich eben nicht gesehen. So. Ach nein, ich wollte doch da rauf. Gut. Neuer Versuch. Und wupp. So, wupp. Wupp. Oh ja, perfekt. Und runter. Und Abwurf. Lieber ein bisschen warten, bis das Feuer ausgegangen ist. So. Und da ist die Maske, die wir suchen. Schön. So, die Leiste ist komplett. Mir fällt gerade ein, wir haben noch eine ganze Menge Masken, die wir abgeben können bei unserem Museumstypen. So. Eben habe ich das kurz pausiert, damit der Weg nicht unbedingt das Video sprengt, weil wir machen jetzt zwei Gebiete vollständig. Aber jetzt zu dem Weltereignis kann ich auch ruhig, ja, reiten. Ist, glaube ich, nicht ganz so weit entfernt als ja, eben vom Altar zur Maske. Das geht ja relativ schnell jetzt zum Weltereignis. Ich weiß gerade gar nicht genau, was das genau war. Also, was wir da machen müssen. Ich habe so viele Sachen nicht mehr im Kopf. Von den früheren Gebieten, also von den ersten Gebieten, die wir bereist haben. So, Ah, bitteschön, okay. wie versprochen. Ein einfacher Sieg für mich und meine Schelle. Weiterhin ungeschlagen.
Ich Warum, hatte Gott? Komm überlegt. zurück, wenn du eine weitere Kostprobe meiner endlosen Siege willst. Ich will es nicht. Wenn du die Schelle willst, wird sie dein Leben zerstören, wie so viele zuvor. Ja, ich hatte überlegt, was das sein könnte, und dann habe ich überlegt, ob es diese Schelle ist. Hallo, Aber na gut. ich bin zurück. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich verstehe. Ich schätze, du willst die Schelle sehen? Ja. Ja, es ist an der Zeit. Ich will diese Schelle erleben. Ein trauriger Moment, für wahr. Halt deine Zähne fest! Ah, ich habe Angst. Du bist erledigt. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Ach, ich bin müde. Und so vergeht mein Tag. Mist! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Boah, ich darf nicht getroffen werden von der Schelle. Und so vergeht mein Tag. Hilfe! Ich bin müde. Meine Güte. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Enttäuschung wird auch die meine sein. Mann, der kann aber auch gut ausweichen. Und so vergeht mein Tag. Yes. Ich bin müde. Ich muss es auf jeden Fall noch mal schaffen, da wieder auszuweichen in Zeitlupe. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Deine Perfekt. Enttäuschung wird auch die meine sein. Meine Güte. Ich bin müde. Bam. Geschafft. Und das war's. Nie zuvor wurde ich besiegt. Ich bin erstaunt, verwirrt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Du hast meiner Schelle widerstanden. Dafür teile ich meinen Schatz mit dir, den mir meine Schelle über die Jahre eingebracht hat. Lohn für eingeschlagene Schädel. Ach, ich fühle mich von meinem Vermächtnis befreit. Nun kann ich endlich ein gewöhnliches Leben führen. Dem Himmel sei Dank. Achso, ich wollte gerade sagen, wofür ist der Schlüssel? Die Kinder haben eine Sammlung derer, die eine Schelle bekamen. Wolke! Jo! Das erste, was ich da lese, ist die Wolke. Eilig geschriebene Liste gescheiterter Krieger, von Kindern gekritzelt. I war der Knochenlose, keine Chance. Halfdan Ragnarsson. Oh, den Namen kenne ich noch nicht. Ein Schlag und er flog zurück nach Eivor-Vikshir. Ach nee, Halft! Oh, Halfdan, warte mal. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Halfdan? Hui. Fulke der Paladin, ihr Auge wurde umgestaltet.
Leofried, sein Kiefer zerbrach wie ein Zweig. Soma war nicht bereit für den Faustkuss. Okay. Der cool. Schatz, den er versprach. Seine Schelle bescherte ihm ein Meer an Reichtümern. Gut, perfekt. Endlich ist das Ding vollendet, abgeschlossen. Das Testament von Werefried dem Scheller. Grüß an den Aldermann Wiegmund und die Edelleute des Schiers. Ich, Werefried, vererbe meinem zweitgeborenen Kind den Besitz all meines Landes, welches unter Gottes Herrschaft hier in Gerantabrück Schier mir gehörte. Dieses Schreiben bestätigt, dass ich all dies Land aus meiner fähigen Hand in die fähigen Hände meines zweitgeborenen Kindes übergebe. Mit den Worten, ein langes Leben wünsche ich dir, so wie großen Ruhm. Ich gehe in Frieden von dir, Werefried. Okay. Testament. Gut, dann geht es zum nächsten Weltereignis und somit dann auch, glaube ich, ja, dem letzten hier in Gerantabrück Schier. Da reise ich jetzt auch nicht mit Schnellreise hin. Da ist ein Eiferrad, dem möchte ich jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Mittlerweile bin ich stark genug, um die ganzen Eiferer abzuschlachten. Aber ja, das machen wir nochmal in einem gesonderten Video. So, da sind wir auch gleich. Ach ja, stimmt, das war ja auf einem See. Ja, stimmt, das war auf einem See. Ach, ich hoffe natürlich, dass das Schwein der Weissagung im nächsten Patch gefixt wird. Finde ich sehr schade, dass Kent sozusagen unvollständig ist in dem kompletten. So, was wollte der hier eigentlich nochmal? Finde den Reif im Wrack und du kannst einen König deinen Freund nennen. Okay. Okay, ein Wrack. Was ist denn das da? Okay. Ah. Okay. Dann habe ich beim allerersten Mal, als wir dieses Welt... Kleiner goldener Schwurreif. Ja. Eines Königs würdig. Als wir das erste Mal hier waren, da habe ich dann wohl an der falschen Stelle gesucht. Manchmal ist es doch ein bisschen einfacher, als man glaubt. Bitte sehr. Ich habe deinen Armreif gefunden. Im Wrack deines Schiffs. Bei allem, was groß ist. Ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen. Ich werde dein erstes Bündnis sein. Deine Geschichte geht nicht auf. Okay, was nehme ich denn da? Ich fühle mich geehrt, ein Bündnis mit dir einzugehen. König Eckwald von Nordsechse. Oh Mann. Möge deine Herrschaft lang sein. Danke. Und so wie du mir verbunden bist, bin ich auch dir verbunden. Sollte ich jemals über ein Heer verfügen, steht es dir zur Verfügung. Oh, irgendwie habe ich gerade voll Gänsehaut bekommen von dem Typen. Keine Ahnung warum. Aber egal. Irgendwie wegen der Stimme. Keine Ahnung, wie er gesprochen hat. Das fand ich merkwürdig. Gut. Wir haben Gerantabrück Schier endlich komplett. Juhu. Yay. Dann kommt East Anglia dran mit 2 Artefakten, 2 Rätseln und einem Reichtum. Ich weiß gerade gar nicht, wo ist der Reichtum? Hm.
Ich war der Meinung, dass ich hier letztens irgendwas Gelbes noch gesehen habe. Bisschen merkwürdig, aber gut. Ja, als nächstes machen wir dann hier diese Maske wieder. Es kommt gleich ein kleiner Cut. Bis dann, bis gleich. So, jetzt sind wir hier im Merkur-Tempel, um die Maske zu holen. In East Anglia. So, mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das Problem hier war. Kleiner Überblick mal verschaffen. 22 Meter tiefer. Okay. Muss er irgendwie... Zeig mir, was vor uns liegt. Ein geheimer Eingang sein, ne? Da. Moment. Da, in die Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass der Teich eventuell ein bisschen tiefer ist. Ja. Und einen Eingang offenbart, sobald man runtertaucht. So, jetzt hier rechts und wieder geradeaus. Da ist ein Gitter, aber das sollte uns... nicht aufhalten, weil das nämlich hier eine Wand ist zum Kaputtschlagen. So. Bisschen schneller, bevor uns die Luft ausgeht. Wo das hier wohl lang geht, ne? Ja, ein bisschen schneller sollte ich schon ein bisschen sein. Oh oh. Ja, wir sind gleich da. Wir sind gleich oben, wir sind gleich oben, wir sind gleich oben. Boah. Ah, okay. Hier ist auch ein Eingang gewesen. Gut. Ja, der Reichtum, der ist wieder aufgetaucht, als ich schnell gereist bin. Vorher war der nicht zu sehen. Keine Ahnung, warum man den vorher nicht sehen konnte. Na gut. So. Ja, dann gehen wir als nächstes zu dem hier, zu dem Dränger. Wir sehen uns da auf jeden Fall gleich. So. Jetzt sind wir beim Dränger gleich. Ich habe leider die kleine Sequenz von Eivor ein bisschen falsch abgepasst. Sie hat auf jeden Fall erwähnt, dass hier der Fischer mit seinem Sohn wohnt. Das sollte eigentlich für Eivor kein Problem mehr sein. Oh, und es geht schon gleich los. Ach du meine Güte, ist das schnell. Oh, so. Den ersten haben wir schon weg, den ersten Balken. Oh, scheiße, ich habe gar keine Pfeile mehr. Okay. Auch gut. Hilfe! Wow. Damn. Oh Mann, ist aber echt ganz schön schnell. Oh ja, die Hitze des Kampfes, sie erwärmt meine Glieder. Sieh hin, mein Sohn, ein wahrer Dränger kann auch mit Stock und Stein kämpfen. Wow.
Ja, also der ist keine, kein Gegner mehr für uns. Bäm, und er ist weg. Nun stehe ich an der Pforte zum Ruhm. Vergiss mich nicht, mein Kind. Mein lieber Sohn. Jetzt verstehst du es. Ja, ich verstehe es, Vater. Das ist der Ruhm, von dem du sprachst. Geh nun nach Valhall. Gesell dich zu Ragnar im ewigen Kriegsgrund. Dein Vater ist ein guter Krieger. Dränger bis zum Schluss. Eines Tages werde ich ihn ehren. Und selbst Dränger werden. Okay. Puh. Gut. Den Dränger haben wir besiegt. Auch wenn es schon ein bisschen schade darum ist, dass ja, dass er seinen Sohn zurückgelassen hat. Oh, cool. Geil. Rüstungsrunen. Runen. Ja, jetzt brauchen wir noch drei Sachen. Einmal das Tier, dann den Reichtum und ja, das eine Ding hier. Wahrscheinlich ein verfluchter Ort. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das schaffen wir vom Zeitlichen her auch. Nee. Ich laufe hier gleich hin. Das kriegt ihr aber nicht mit. Wir sehen uns da auf jeden Fall gleich auf Dunwick. Bis gleich. So, jetzt sind wir auf bei Schloss Dunwick oder Dunwick. Ja, die haben mich gerade eben schon entdeckt. Lass die Deckung um! Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man jetzt Odin. Wirklich. Odin. Das Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man jetzt durch diesen Dialogsprecher jetzt wirklich alles auch noch echomäßig hört oder. Ach, der! Ja. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich das schon geholt hatte, aber gut. Hoppala. So, dann hauen wir mal hier wieder schnell ab. Das legendäre Tier ist meiner Meinung nach jetzt auch ein bisschen näher dran als. Also, ja, wieder ein bisschen näher dran. Das heißt, das reiten wir zusammen entgegen. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt durch diesen Dialogverstärker, durch diese Einstellung, ob man die jetzt alle echomäßig hört. Falls das wirklich so sein sollte, dann ja, stelle ich das wieder um. Das war auch vorher schon, dass man ja, das echomäßig ein bisschen hört. Da habe ich aber keine Kopfhörer verwendet und man hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich das vielleicht mal machen sollte, mit Kopfhörern machen. Ich dachte, es würde gut klingen mit Echo. Für denjenigen scheinbar nicht. Also ich an sich finde ich das gar nicht so schlimm mit Echo. Hat irgendwie was für sich, glaube ich. Aber
Ja, also wenn das durch einen Dialogverstärker auch echomäßig klingt, dann brauche ich gar keine Kopfhörer, weil ja, dann ist es eigentlich genauso gleichbleibend. Ich weiß nicht genau, wie sich das mit dem Dialogverstärker anhört. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie sich das für euch anhört, ob es sich besser anhört oder schlechter, ob ich den Dialogverstärker wieder rausnehmen soll. Jetzt finden wir auf jeden Fall raus, was das legendäre Tier ist. Ah, okay. Dieses komische Wildhund-Jen-Ding. Ach du meine Güte, was macht denn das da? Wow, schwarzer Zucker. Okay, 12 Pfeile habe ich wieder. Okay. Hilfe, ist der schnell. Boah. Boah. Okay. Hat nicht sehr viel gebracht. Perfekto. Yes. Boah. Das ging schnell, du. Das geht aber schnell. Boah. Naja. Maximum Stärke, Feuerkraft, dann noch das mit den Verteidigung stoppen, also Verteidigung wegnehmen. Ey, das ist geil, du. Du bist gleich weg. Wow! Du tust mir hier nichts, du. So, der schwarze Zucker ist unser. Uiuiui. So, Beherrschungspunkt haben wir jetzt 2 wieder. Wir haben den Kopf des schwarzen Zucker, Leder, leichte Pfeile zurückbekommen. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch dieser eine weiße Punkt. Das sieht aber auch generell ganz schön duster aus, finde ich. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin dafür? Für den Punkt. Wo ist denn der? Da. Ja. Das grasen wir auch mal wieder ab mit unserem lieben Wolf. Ja, ich laufe hier generell mit meinem weißen Wolf immer ständig lang. Ich wollte eigentlich schon mal eine andere Optik für den Wolf holen. Ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich Geld, also echtes Geld eingesetzt habe, um mir etwas zu holen an Skins. Ich glaube, das war... Ja, nee, nicht an Skin. Das war für das Schwert, für das Flammschwert. Ja, also ich möchte eigentlich nicht noch wieder irgendwie echtes Geld einsetzen, nur um einen Skin für den Wolf oder für den Raben zu holen. Ja, also wenn da einer irgendwie dabei ist, der mir gefällt, dann hole ich mir den über Räder. Muss ich dafür halt sorgen, dass ich genug Opale habe. Aber so ein schöner, kleiner Geistwolf ist eigentlich schon richtig cool. Aber naja, mal gucken, wann der dann mal auftaucht bei Räder. So. Was? Achso, das ist ein Bär. Den hole ich mir mal. Bäm. So, und nochmal Leder. Augen auf den Weg. Für die Ladung würden manche töten. Okay. Ach, doch noch so weit weg. Gut. Wolf! Ah, bitte. Gut. Ich dachte kurz, der würde wieder stolpern. Was erwartet uns als letztes hier in East Anglia? Ein verfluchter Ort, eine Maske, eine Schatzkarte. Mal gucken.
Ja, könnte eine Maske sein. Von den Ruinen her. Was kommt jetzt? Ein Wolf? Du hast ihn getötet! Stopp! Wow! Also wenn dann nur, weil sie mich töten wollten, also... Dein Leben ist verwirkt! Selbstverteidigung. Beb. Töte dich! Beb. Niemand tötet mich hier. Verstanden? Okay. Die Maske ist also unterhalb. Mal wieder. So, haben wir hier irgendwas zum Abschießen? Nein. So, dann... Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein... ein Krug ist. Ach, da, vorne. Aber erstmal den Bären killen. Okay, da ist scheinbar ein Eiferer wieder auf dem Weg. Oh oh. Dem möchte ich nicht begegnen. Ach, dem möchte ich nicht begegnen. Okay, gut. So, da ist ein Krug, den schnapp ich mir. Ey! Yo! Was ist das denn gerade? Geht da einfach in der Luft kaputt? Was ist das denn? Geht da einfach in der Luft kaputt? Oh, so, jetzt aber. Das war ja merkwürdig. So. Ach Gottchen, da müssen wir... Okay. Gut. Ich dachte gerade, ich müsste hier wieder mit einem Krug runterlaufen. Wie groß die Maske ist, das ist sehr heftig. So. Dann sind wir auch mit dem Stückchen fertig. Ja, East Angler ist komplett. Gerammter Brickshear ist komplett. Gut, dann fangen wir im nächsten Part. Ich finde das so schade, dass das immer noch nicht gefixt wurde. Das finde ich so schade. Ich will dieses Schwein loswerden. Ja, dieses Schwein will ich loswerden. Hier sind ganz viele Eiferer. Die mache ich dann mal in einem externen Video. Ja, also hier sind 5, 6 und da unten ist auch noch ein 7. Okay. Ja, vielleicht mache ich mal diese 6 in einem separaten Video. Mal schauen. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall zwar nicht mit der Hauptstory weiter, aber mit einer Nebenstory, und zwar die Legende des heiligen Gerbios. Ich habe irgendwo gelesen, dass das hier irgendwie so ein ganz kleines DLC sein soll. Mal schauen, wie das Ganze abläuft mit der Geschichte. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, ich bin sehr gespannt auf diese Legende. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like nach oben, also wenn ihr ein Like generell da lassen könntet oder vielleicht sogar mein Abo, ich kann nicht reden, oder meinen Kanal abonniert oder anders gesagt ein Abo da lasst, so ist es richtig. Wir sehen uns dann im nächsten Part bei der Legende des heiligen Gerbios. Bis dann.